war direkt bei dem Schuppen. Aber das reicht, auf 50 brauchst du gar nicht nullen, ne? 100 reicht, das war jetzt 100. Naja gut, ich hatte immer nur mit der AK auf 50 genullt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt immer 100, weil, wie gesagt, also wenn es der Mosin bei 100 so gut geht, dann... Die Standard-Entfernung, war das ist ja, die ist ja immer eingestellt eigentlich, in der Regel, wenn du sie wegstellst, wieder rausholst. Da hinten ist eine... Weißt schon? Plantage. Achso, mit der Scheune, ja. Ich weiß nicht, ob der wirklich unterwegs war. Offensichtlich auf jeden Fall nicht. Na gut, er wird er wahrscheinlich wirklich... Der hat... Ich weiß nicht, ob er wirklich mich nicht mitgekriegt hat oder ob er wirklich probiert hat, einfach nur zu schreiben. Das musst du ja mitgekriegt haben, du weißt doch, wie laut das ist, wenn du redest. Ja. Wie gesagt, ich hatte auch gedacht, wenn er dich ignoriert, dass du dich dann rumdrehst, irgendwo hingehst, er dich holt oder... Ja, das hätte ich niemals getan, einfach jemanden Geier ignorieren. Das hat er aber vielleicht... Ja, gemacht. Wie gesagt, und ich wollte die Sache nicht ignorieren, weil du kannst ihn da auch nicht in Ruhe looten lassen, weil du musst dich trotzdem bemerken. Du weißt doch nie, was für ein Typ ist, vielleicht ist es doch der übelste Profi, der dich mit dem Fäusten locker killt. Weißt du ja nie. Deswegen. Nur weil die gerade ungestufft sind. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Ja, deswegen. Selbst der Vanguard ist manchmal ungestufft und der legt dich so easy um. Ja, die Sache, ich will ja auch noch eine Chance haben. Ja. Und da will ich nämlich jetzt nicht hier, in dem Ort hätte ich nicht gerne ausgelassen, weil sonst hätten wir jetzt schon direkt nach, wir hätten auch weiter nach, direkt nach Berezino laufen können, aber... Ja, aber mit dem im Rücken, da taucht er da auch irgendwann auf und dann ist er vielleicht in der Polizei und dann hat er vielleicht schon eine Waffe. Wie gesagt, ist schwierig. Weiß es nicht, es kann auch der letzte Typ auf Erden gewesen sein, der sich halt eingeschissen hat, weil er seinen ersten Spielerkontakt hatte. Bloß wenn du einmal so anfängst, dann kommt der nächste wieder, da sagt man dann auch nicht schießen, denk an den von letztes Mal, der war ganz nett. Und was passiert dann? Mit dem steht ein Clan da. Immer noch hungry, Alter. Wie gesagt, die Sache ist, der ist immer noch da. Der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Vielleicht würde sich sogar rechnen, man weiß es nicht. Na gut, er weiß ja nicht, wer es war. Nö, weiß es nicht, aber der weiß, wo wir waren. Dass er jetzt vielleicht wieder zu dem Ort kommt oder so. Gut, er könnte maximal mich gesehen haben, aber ich sehe jetzt schon wieder komplett anders. Oder geht dann, wenn er schlau ist, wenn er jetzt irgendwo gespawnt ist, lootet er sich da auf und macht sich dann auf dem Weg nach Berre in der Hoffnung, dass wir eh da sind. Die Sache ist, der weiß ja nicht, wer es war. Also, das ist schlecht mit Rache üben. Maximal mich kann er gesehen haben, trotz alledem. Das war so mies schon wieder, ey. So mies. Das ist es, ne? Entweder trauen sie sich nicht zu reden. Oder reden aus Prinzip nicht mehr und schießen. Aber so will ich niemals werden, also... Ich kann trotzdem nicht sagen, dass wir einfach nur eiskalten umgebracht haben, also du. Weil ich habe mir probiert, zumindest anzureden. Wie gesagt. Und das werde ich trotzdem, weil egal was passiert in dem Spiel, ich werde trotzdem immer weiterhin probieren, in erster Linie erst probieren zu reden. Außer die kommen schon mit erhobenen Waffen auf dich zu. Ja. Aber sonst werde ich immer den Kontakt suchen. Du hast ihn zweimal angesprochen. Irgendeine Reaktion hätte mal kommen müssen. Hat aber ja nicht, da gar nichts kam. Und der, wie gesagt... Der hat schon nicht rumgedreht, nichts. Eben. Das Ding mit Ali gerade hat mir hochgereicht. Wie gesagt, das ist das, was ich auf jeden Fall beibehalten will. Das ist egal, was andere sagen. Ich werde hier nicht... Du hast mich jetzt hingeworben, bitte, Leute. Ich werde jetzt nicht anfangen, hier sinnlos Leute einfach zu töten. Nö. Ich will trotzdem das weiter nicht. Das als Survival-Spiel spielen und dann heißt das auch für mich, ich rede mit den Leuten. Ja. Also wie gesagt, man muss auch Walking Dead mäßig denken. Und dann die Weil Gruppe man hat's denken. Ja gesehen, wenn dieses, vor dir steht, wie dieser gestaffte Typ halt, wie dieser gestaffte Typ halt auf dem Airfield. Der da auf immer unten stand im Gefängnis. Der hätte uns auch easy holen können an dem Tag. Na klar, wir hatten nichts. Ich weiß gar nicht, was ich da hatte. Na, wir hatten gar nichts. Du hattest maximal den Mosin oder so hattest du. Ja, ne? Irgend sowas hatte ich da. Und ich hatte, glaube ich, irgendeine Nahkampfwaffe oder so wieder. So, von daher, der hätte... Vor allem, der hat auch so gestafft. War das gerade bei dir und RL oder was? Was? So ein Knall wie von der Mosin? Nein. Okay, dann weg von links. Oder vielleicht auf Baustelle, keine Ahnung. Ey, bei mir ist gerade wie wenn ich schieß. Also wie Mosin. Es geht schon los. Wir sind kaum in Berezino, schon geht's hier los. Ja.
ist jetzt vielleicht Baustelle oder was? Aber es klang von links eigentlich, aber hier kann ja keiner sein. Der wäre ja dann auf offenem Feld. Glaube ich nicht dran. Ich auch nicht. Ja, naja, wir lassen hier das mal aus, wir gehen hier oben mal rein. Wenn ihr kommst, definitiv nicht. Aber ich habe jetzt auch nichts gehört, persönlich. Das ist es ja. Das ist so, dass du mich so ankommst. Das ist. Nicht, dass nur das ein Soundtrack bei so war. Vielen, das siehst du bei so vielen, ne? Die sind mitten im Gemetzel. Und teilweise hören die anderen Leute aus der Gruppe dann die Schüsse nicht. Die wissen gar nicht, was los ist. Du schreist dann nur Achtung, 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 Schüsse. Ich habe nichts gehört. Zack, der erste tot. Weil du es nicht hörst. Was zu essen, auf jeden Fall ist so gut, das ist traurig. Achso, du hast ja auch noch kein Dings. Kein Rucksack und so, ne? Nee. Ja, nimm mit, was du tragen kannst. Ja, na klar. Hoffen wir das mal relativ bald. Was finden? Na, Survivor-technisch dürfen wir nicht unbedingt was machen, ey, weil das überleben wir nicht lange. Zwei Survivor einzeln unterleben. Also Schüsse hatte ich noch nie als Soundbar. Ja, aber ich hab gar nichts gehört, ganz ehrlich. Ich bin hier vorne bei der Bar, ne? Nee? Bin ich gerade ganz stark am überlegen. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Warum? Weil ich immer die Waffe in Anschlag tun wieder weg. Nee, bei mir nicht. Jetzt? Jetzt hör doch mal! Du sind mal weg. Wenn ich das hier schon wieder... Ist das ein Hacker war, Alter? Den wir da geholt haben. Ist ja unseren Namen gelesen, dann diesem roten Feld und jetzt. Ja. Geht's wieder? Nö. Ja, müssen das. Da müssen wir reloggen. Die Waffe nicht mal rausgenommen. Müssen wir wahrscheinlich reloggen. Jetzt ist weg. Warte mal. Rucksack. Wenn es jetzt noch einmal kommt. Du hast ja vorhin auch diesen komischen Schlagbug. Ja, aber nicht, dass sie jetzt wieder die neuen Hacks ausprobieren überall. Das wäre natürlich mies, dass es vorhin schon gehackt war mit deiner Axt. Ich loote nochmal fix den Raum hier und dann gehen wir hier weg. Die Eisachs kannst du nicht mitnehmen, ne? Ne, ich hab doch selber schon eine. Also okay. Oder hab ich jetzt auch eine? Und raus hier, raus. Schuss! Oh. Nee, das ist. Ich hab geschlagen. Ich lock mich jetzt hier irgendwo aus, das ist mir schon wieder zu blöd. Ja, nee, das spackt bei dir auch jetzt rum. Ey, nicht, dass die versuchen, den Hack rauszukriegen für F11, Alter. Das wäre richtig mies. Ja. Ich lock mich jetzt hier aus. Ja, ich folge dir und lock mich dann auch. Gehen wir nochmal auf einen anderen Server. Ey, das ist doch schon wieder, ganz ehrlich, ist doch schon nicht mehr feierlich wieder. Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist. Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht, weil wie ganz ehrlich, bugtechnisch. Ja, bugtechnisch muss man auch wieder. Bugtechnisch. Ich muss dann mal den Muni überprüfen, ob der Schuss weg ist. Aber bugtechnisch ist es aber auch wieder auch ganz schön jetzt irgendwie seit gestern, muss man sagen. Das stimmt. Also kann es auch. So ein Bug. Ich habe ja den Schuss gehört, wie wenn ich abknifte. Also direkt. Pff. Das ist ein Bug, war. Ja, weiter. Ah. Ja, du schlägst. Oh. Schlägst es auch wie ich schon nur die ganze Zeit rum, ne? Ja. Hab ich aufgehört? Alter! Schnell nochmal schnell über den Schrottplatz. Na klar, aber. Hier liegt ein Rucksack. Hab ich doch schon. Ein grün? Ja. Großen? Nee, ich hab einen roten, aber es ist erstmal scheißegal. Ich weiß nicht so. Ich hab eine Karabiner gefunden. Weil ich will mich jetzt nicht so lange aufhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Sau echt ein Hacker war, ey, das wäre natürlich der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer. Was nimmt denn der? Deswegen hat er nicht geredet, weil er gerade irgendwas probieren wollte. Was frisst denn die Karabiner für Muni? DCR meinst du, ne? Ja. Oh, was hatten die genommen? Oh, jetzt bin ich gerade überfragt. Warte, ich guck mal an unsere kleinen Werbeunterbrechung. Ich renne jetzt hoch im Wald. Ich habe jetzt so einen komischen Roundclip mit dieser SKS-Muni gefunden. Ich dachte eigentlich, dass es die ist. Aber irgendwie nicht. Ganz merkwürdig ist das. Platz? Ja. Ja. Dorf, um hier ein bisschen was zu finden. Oh ja, ein Feuerlöscher. Das ist immerhin etwas. Ich wollte schon immer einen Feuerlöscher haben.
Serbisch. Wer nicht, ne? Weiß ich nicht, wer nicht. Pfeile, eine Dose. Pfeile nehme ich mir nicht mit. Da vorne ist das Krankenhaus, ja. Ja, ich bleib erstmal auf dem Hügel. Aber... Den tue ich nix. Aber ich, gutes Zeug ist auch nicht gespawnt jetzt hier. Besen, Waffentechnik, kannst du es vergessen diesmal. Hatte ich mit meiner CR schon ganz schön Glück. Muss ich sagen. Haufenweise Getränkedosen liegen hier. War es auch alles. Ich würde sagen, wir bewegen uns dann nicht der Hauptstraße, sondern drüben lang und nehmen erstmal die ersten Häuser von hier oben mit, vom Hang aus. Mal sehen, vielleicht kriegen wir uns da ein bisschen mehr mit, was hier los ist. Was ist denn? Notbarke. Ich habe mich umgezogen. Reis. Reis nehme ich mit. Da rennt ein Spieler bei der Obstplantage übers Feld. Hä? Wohin? Von da in die Richtung, wo wir herkamen. Scheint keine Bedrohung zu sein. Der hat doch einen Zombie gepult oder irgendwas. Naja, nein, nee, ist ein Bambi. Ich nehme also auch einen grünen Rucksack. Ja, ich komme jetzt mal ein Stück runter. So. Schon wieder ein Bambi, der panisch aus der Stadt rauskommt, ne? Zeig los. Soll ich noch rechts von dir, ne? Ja, wenn das der Fall ist, dann sollten wir jetzt auch nicht unbedingt riskieren, hier reinzugehen. Wenn er da wegläuft. Man kommt drauf an. Naja, gut. Ja, wenn es ein Bambi ist. Was haben wir hier für Clans? Keine offensichtlichen außer uns. Ja, und die Admins. Ja, ich weiß nicht, ob die werden bestimmt nicht ganz so aggressiv sein, schätze. Also, ja. Gut. Ja, nee, glaube ich nicht, weil die wollen ja auch, dass die Leute auf ihren Server kommen. Also glaube ich fast mal nicht, dass die Admins so extrem aggressiv spielen. Ja, most. Also sonst würdest du ja einen Hardcore-Kill-by-Side-Server machen. Schön. Ja. Ja, sinnvoll war dann. Aber als normaler Admin sollst du ja eigentlich eher dafür sorgen, dass die Leute auf den Server kommen und so vertreibst du es ja eher. Bei mich tötet es definitiv. Oder folterst, oder weiß der Geier. Gut, was sie halt machen können, das ist Räuber, Banditen spielen, halt richtige. Ja, die uns halt nur ausblenden, halt. Das wäre aber noch in Ordnung, ganz ehrlich. Damit könnte ich leben. Ja. Ja, klar. Auf jeden Fall. Das wäre halt mal wieder ein Erlebnis halt in dem Spiel, aber sonst, du triffst halt nur Leute, die dich halt abknallen. Ja, meistens doch nicht mal wegen, die dich nicht mal looten wollen, die einfach nur töten wollen halt. Ja. Das ist so. Ich bin fertig mit dem Haus. Ja, ich bin gegenüber in dem. Hier gibt's aber nichts. Also, ja, eine Dose Pepsi, aber... Warte mal, hör mal kurz ruhig. Ne, ist hier, bei mir. In echt. Ich dachte, ich hab was leises Wimmern gehört im Hintergrund, aber ist nicht im Spiel. Also der Kannibalen-Sound ist richtig auffällig und richtig laut. Das ist eine Mischung aus Lachen und Weinen. Ja, aber gut, wenn er weit weg also ist, dann ist er trotzdem sehr leise natürlich. Ja, dann ist er sehr leise, aber... Es fällt schon sehr auf, wenn es so eine grelle Stimme dann ist. Gutes Wars, hier ist nichts. Ich gehe gleich auf der anderen Seite ins grüne Haus. Das doppelstöckige. Und Essensdose, cool. Essen ist immer gut, brauche ich. Was ist das da oben? Wie? Zombie, Agrot, ne Kuh. Ja, eine Kuh. Nix weiter. Gut.
Oh, doch eine Wasserflasche, das ist schön. Zwei Wasserflaschen, das ist gut. Ja. Ich werde der Beginn einer Reise. Einer langen Lootreise. Da Bescheid, wenn du rauskommst da. Ich bin auf der anderen Straßenseite bei den grünen Häusern. Check so ein bisschen ab alles. Ja, ich komm raus. Bin da. Ja. Weiter. Kannst du das auch noch nehmen? Oh, das ist zu. Soll ich mit reinkommen oder willst du selbst klären? Problem ist, du hast ja nichts, ne? Ich hab die Nahkampfwaffe. Achso, okay. Ah ja, stimmt, klar. Ne, ist nichts. Reis nochmal. Eine Orange, das ist gut. Also irgendwo draußen an einem kleinen Wasserdings kommen und uns dann erstmal niederlassen, kann ich erstmal Reis fressen am Ende. Okay, weiter. Ja, ich. Das Dumme ist, bräuchte ich jetzt auf jeden Fall eine SKS oder sowas. Wäre halt cool. Mit dem 10er Roundclip. Ja. Weil, wenn ich dir jetzt nicht noch Munition wegnehme für die. Machen vorne links bei der Mauer, das würde ich sagen. Ist ein bisschen safer, weil hier ist zu offen, diese Häuser. Finde ich persönlich. Boah, immer diese Mauern, die aus dem Augenwinkel wie hier Typen hier im Ghillie aussehen. Ja. Du siehst schon überall Geister in dem Spiel, das ist unglaublich. Das wird doch immer schlimmer. Ja, du wirst so mehr du erlebst. Du wirst so paranoid. Das ist irgendwie der gegenteilige Effekt wie das, was man eigentlich denken würde, ne? Ich meine, klar, am Anfang war man naiv, aber mittlerweile ist man schon leicht verstört. Panisch. Weil überall, wenn man überall schon so einen Typen getroffen hat, sag ich mal, der einen nur töten wollte. Dann ist das. Ist ja das Schlimme. Überall wollte ich die Leute nur töten. Ah. Selten mal Friendlies getroffen. Ach, ein Sledgehammer, das ist gut, den kann ich erstmal mitnehmen. Ich weiß nicht, erstmal eine Nahkampfwaffe. Das ist eine größere Nahkampfwaffe. Bist du noch hinter der Mauer? Ja, ich bin vor der Halle, also wenn du zur Halle rauskommst, wo du reingegangen bist, rauskommst, dann links an der Ecke. Jetzt teilst du was, oder? Nein. Na dann. Extremer Soundbug, den ich gerade habe, ey. Kommt immer und immer wieder nacheinander. Bisschen Mini-Axt? Braucht man nicht. Ja, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob wir nach Berge rein wollen, ganz ehrlich. Das könnte tödlich enden, aber. Ja, was nicht? Was könnte nicht tödlich enden? Das ist die Frage. Ich habe noch 4 Schuss. Wir müssen eigentlich, weil wenn da hier. Natürlich müssen wir, das ist es ja. Bei unserem Loot, den wir zurzeit haben. Zombie. Aggro schon? Nee, der steht nur rum. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir den links hier durch die Bäume, oder? Nee, ich gehe rechts rum, weil da ist nämlich ein Waffenhaus. Ich will auf jeden Fall. Scheiße, von dem Krankenhaus aus. Ja, aber ich will halt ins Waffenhaus unbedingt rein, weil eine SK. Ja, jetzt Akku da. Ist Akku da. Und zwar dich. Wow, sehr laut. Oh, hinter uns! Komm. Blut, ich muss mal kurz verbinden. Na, geh irgendwo einen Baum oder irgendwas. Es wird schon. Es wird irgendwie schon. Ich hab schon Farbverlust, Alter. Wie kann das sein? Oder ist es nur regnerischer geworden? Ja, so leicht grau ist es bei mir aber auch. Gut, dann liegt es da dran. So. Boah, Alter, aus den Fenstern. Ich bin links von dir. Mach ich weiter. Links quasi das erste Haus, was du da siehst, von dir aus das letzte vielmehr. Nee, ich will nur fix zu diesem. Ich komm gleich wieder zurück, ich geh nur fix zu diesem Waffenhaus. Das ist alles. Wenn ich mich nicht verguckt habe, ist ein
Haus. Das Glück ist dein SKS drin. Regen. Ja, ist ein Waffenhaus. Hier ist auch der Brunnen, aber ich will jetzt keine Wasserwaffe. Vorne ist der Supermarkt. Ich habe ganz schlechte Erinnerungen an die Gegend hier. Ja, ich auch. Nee, ist doch kein Waffenhaus. Scheiße.